So, dann werde ich jetzt hier die Bücher noch mit. Also, das ist einfach nur vor mir kämpfen. Und hier ist nichts. Oh, guck mal hier. Ich glaube, das ist besser als die Gabel. Wobei. Nee, das kann man gar nicht nutzen als Waffe, oder? Teekessel. Ich weiß nicht, ob wir drüben einen Teekessel haben. Auf jeden Fall meine Bratpfanne. Nehme ich auch noch mit. So. Dosenöffner lasse ich da. Da haben wir genug drüben. Ja, dann war es das hier, glaube ich, schon, ne? Achso, guck mal hier. Eier und Fettuccinis. Nice. Mal ein bisschen Gemüse und Eier. Toll. Gut, dann haben wir das nämlich auch. Dann gehe ich jetzt hier noch rüber. Ich ist ja einfach offen. Aber wenn ich jetzt sterbe, ne, wird mein Zeug schlecht. Ich pack das erstmal darüber. Na, das war nicht mein Haus. Ich glaube, das war mein Haus. So. Dann haben wir noch die Dosen. Hatte ich nicht auch schon mal eine Kerze irgendwo hingepackt? Weiß gar nicht mehr. Ich hab jetzt hier. Ja, so eine Schraubendreher habe ich immer noch nicht, ne? Also die Bratpfanne braucht man noch nicht mal. Bratpfanne. Und hier habe ich echt kein Wasser mehr, ne? Ich habe komplett Wasser aufgebaut. Kann euch sein, dass hier, dass die so einen Wassertank vielleicht haben und dann. Ist das auch gut drauf für jeden Haushalt? Verstehe ich nicht. So, Teekessel schleppe ich noch mit mir rum. Das ist nicht so gut. So, okay. Da muss ich immer Wasser beim Nachbarn holen, ist ja blöd. So, das hatten wir das Haus, ne? Jetzt müssen wir hier drüben gucken. Aber ich gucke jetzt mal, ob wir hier einen Zombie haben. Ja. Ob ich die. Okay. Einer hat mich gesehen. Ich komm hier. Da sind mehr. Eine Brieftasche. Brauchst du was? Ja, keine Ahnung. Hier wäre ein Weg zu ein paar Hütten.
Weil dass da so viele Zombies stehen, das mag ich eigentlich nicht. Ich wollte ja das Haus hier noch clearen. Das ist blöd. Jetzt haben die mich natürlich gesehen, ne? Zombie im Rucksack wäre mal ganz toll. Ein Rangerhemd. Rangerjacke. Nehme ich mit. Weil da unten stehen so viele Zombies. Ne? Wenn ich jetzt ins das Haus gehe, könnten die mich da sehen. Ich bringe jetzt mal das Zeug weg. Jetzt muss ich was trinken. Hier ist ja kein Wasser mehr, ne? Habe ich überhaupt eine Flasche? Nee, habe ich nicht. Toll. Ne. Lass mal wegpacken hier. Das da. Dann abtrocknen. So, habe ich denn hier? Es ist nass. Dann werde ich das mal ausziehen. Und erstmal hier hinlegen. Dann soll das trocknen. Haben wir noch was? Nehmen wir nur das T-Shirt, ne? Okay. Jetzt habe ich Hunger und Durst. Ich gehe erstmal was trinken. Beim Nachbarn. Da vorne. Ich darf eigentlich nicht die ganze Zeit drin, ne? Dann verschwitze ich nur hier. Ne? So, wie viel haben wir jetzt hier noch? Wir haben noch 17 Wasser hier. Genau. Eine Regentonne wäre toll, ne? Ich muss eine Regentonne hier basteln können. Und eine Zisterne. So, mal gucken, wie viele Zombies hier rumstehen. Nee. Oh, hier ist offen. Dose mit Chini, mit Pilzsuppe. Das nehme ich mit. Ja, und dann Bücher. Na, bevor ich die jetzt rüberschleppe, gucke ich noch, ob wir hier irgendwas Nützliches haben. Lederhandschuhe. Ah, guck mal hier. Vielen Dank dafür, das nehme ich. Eine CD. Okay. Ansonsten, ne, ist ja nichts, ne, außer Bücher jetzt halt. Ja, komm, nimm alles. Dann haben wir das doch. Ne, warte, die Küche habe ich nicht richtig angeguckt, ne?
Kann auch nicht alles gewesen sein hier. Guck mal hier, Hirschen. Dann kann ich das doch mal essen hier. Alles. Und eine Birne. Okay. Nun. Dann habe ich die Häuser hier komplett weg. Ich darf nicht rennen, ne? Da schwitzt die hier wieder. Wir haben ja auch Austern, lecker. Und für den Gourmet-Daumen. Und ansonsten nur noch Bücher und eine. Ja, noch eine Brieftasche. Brieftasche mache ich mal hier rein. So viel hier habe ich gar nichts. Ne? Doch die Armadur. So. Ansonsten nur was für Bücherregal. Weiß gar nicht, ob hier so ein Fassungsvermögen auch noch hier. Ja, da passt noch was rein. Muss gleich mal gucken, was ich überhaupt schon für Bücher habe. Wir haben. Kann man das eigentlich sortieren? Aha. Elektrotechnik für Anfänger. So Rezepte, Hefte habe ich gar nicht. Und die Bücher, die dauern halt ewig, ne, zum Lesen. Da laufe ich doch lieber ein bisschen rum. Mal gucken. Oh, nee, das wollte ich nicht. Okay. Ja, weiß nicht, ob ich hier bleibe, ne? Wegen dem Wasser. Ja, ich habe noch die Nachbarhäuser, wo ich Wasser holen kann. Aber ansonsten muss ich mir da mal eine Lösung ausdenken. Falls es überhaupt eine gibt. Einen Topf rausstellen, wenn es regnet, ne? Hm. Muss ich mal gucken, wo ich hingehe. Ich brauche auch eine Säge, habe ich, ne? Ja, klar. Ich könnte jetzt anfangen, hier das Haus zu verstärken. Mit Brettern. Die Säge habe ich ja, da könnte ich das Mobiliar hier auseinandernehmen. Soll ich das machen? Komm, machen wir. Warte, wenn ich es mal gemacht habe. Wo ist mir jetzt die Säge? Ein halbes Stündchen spiele ich noch. Ein halbes Stündchen, oh. Wie ist die denn in was für einem Zustand haben wir die denn hier? Okay, dann werde ich jetzt hier mal anfangen, das Möbel hier auseinanderzunehmen. Fangen wir mal den Stuhl an. Mal gucken, was da so rauskommt. Holzstuhl. Brauchen wir. Da hatten sie gesehen. Müsste doch gehen, ne? Oder brauche ich jetzt immer noch. Ich brauche noch zusätzlich einen Hammer, oder wie? Oh Mann, nee. Das ist ja gut. Ich bin jetzt auch schläfrig. Was ist mit dem Sofa? Ich brauche zusätzlich nochmal.
Na gut, so viel dazu, das Möbel hier auseinanderzunehmen. Dann bringe ich ja nichts. Muss ich jetzt einen Hammer suchen? Dann pack ich die aber erstmal wieder weg hier, die Säge. Erstmal wieder weg damit. Ich habe schon wieder Hunger, ne? Muss ich doch erstmal was kochen, bevor ich losziehe. Es ist schon wieder Abend und schläfrig bin ich auch. Ich nehme mir mal, da ist schon Wasser drin, ne? Ich nehme aber trotzdem Pfanne. Wasser nehmen. Nicht in die Pfanne. Mal, was in die Pfanne so reingeht. Zufälliges Gemüse. Da haben wir ja noch Zucchini. Was ist, wenn ich so eine Dose aufmache? Ach nee, Dosen will ich ja noch nicht aufmachen. Aber wir können doch auch Eier in der Pfanne braten und nicht. Brauchen wir dafür Butter? Ach, den muss ich erst aufmachen. Oha. Mach Eier angericht mit. Eier. Ja. Ich nehme noch ein Ei. Und Zucchini haben wir noch. Aber ich würde noch ein bisschen Fleisch reinmachen wollen. Haben wir noch was in der Kühltruhe? Schinken oder so. Eierschinken. Eierwürstchen und Zucchini. Muss ich aber erstmal auftauen hier. Wenn wir noch Strom haben, kann man das ja machen, ne? In den Ofen. Dann kann ich die Eier. Ich mache noch ein Ei, ne? Wie viele Eier haben wir denn da? Wir haben jetzt zwei Eier drin. Wir machen da noch, hauen da noch ein paar Eier rein. Die Stufen oder so. Also insgesamt. So, noch eins. Dann machen wir jetzt hier noch Zucchini rein. Haben wir jetzt die komplette Zucchini hier reingemacht? Das ist ja blöd. Blöd? Ja. Ja. Gut. Und dann gucken wir mal, ob das hier aufgetaucht. Ich will die ganze Wurst rein. Na gut. Unglücklichkeit 25. Aber wenn ungekocht, ne? Was ist, wenn es gekocht ist? Ich hoffe, es geht dann besser. Ist ein leckeres Gericht, wo nur die unglücklich werden. So. Mach mal warm, mal gucken. Wie viel Wasser ist denn hier noch im Topf? Ein bisschen noch. Kann zum Regenwasser auffangen genutzt werden. Ich habe noch so einen größeren Topf irgendwo. Den würde ich draußen aufstellen, weil es regnet. Stelle ich den immer auf.
So, weil es regnet, ne? Kann der da schon mal gefühlt werden. Wie sieht es mit dem Hemd aus? Ist das wieder trocken? Ja, kann ich wieder anziehen. Eine leckere Gemüse, Eier, Fleischpfanne, Würstchenpfanne. 4 Eier, eine Zucchini und Würstchen. Das ist doch lecker. Immer noch unglücklich 25 Kälte, verstehe ich. Naja, ich esse mal ein Viertel. Dann wäre ich vielleicht noch ein Viertel unglücklich. Ja, okay. Dann werde ich das mal wegpacken. Für den Schrank. So. Trinken, ne? Ich habe schon wieder Durst. Muss ich zum Nachbarn rüber trinken. Ist ja nichts. Obwohl ein bisschen im Topf ist noch was, ne? Wie kann ich das da draus trinken? Ich glaube, das hat gereicht. Dann werde ich den Topf auch draußen aufstellen. Habe ich den jetzt hier drin? Oder? Ja, da ist sogar noch ein bisschen Wasser drin. Naja. So. Aber ich werde den anderen Topf aufstellen. So viel Wasser wie möglich, ne? Okay, ich gehe mal schlafen. Ja gut, dann muss ich jetzt einen Hammer finden und am besten noch einen Schraubenzieher. Dass wir das hier vorrätig haben. 4 Uhr. So, mache ich mitten in der Nacht auf. Wieso haben wir hier kein Licht? Ja. Tja, jetzt im Dunkeln los ist ein bisschen blöd, ne? Dann lese ich so lange noch ein Buch. Irgendwas in Elektrotechnik für Anfänger. Ich lese das. Ne? Wollen wir nicht ums Hinsetzen? Oh ja. Seiten an. Ich habe 2 Seiten gelesen. Mensch. Es gibt auch Lesebrillen, ne, die man gefunden hat. Ich weiß nicht, ob man dann irgendwie besser lesen kann. No, no. Das kann man ja vorspulen. Um 6 Uhr, jetzt müsste es hell sein, ne? Jetzt hat die schon wieder Hunger, ey. Muss ich mir die nochmal aufwärmen, die Pfanne? Nur, dass es ein bisschen warm wird. Okay. So kalt essen ist auch blöd, ne? So, dann essen wir nochmal. Ich esse mal die Hälfte, damit der die auch satt ist. Und Wurst habe ich. Okay. Sehr gut gesättigt. Wow. Mach das doch nicht! Ich will gerade mich einrichten.
Schießt einer rum, ey. Langweilt. Ja. Na, warte mal, wir laufen jetzt rum. Und ich bin nicht mehr langweilig werden. Okay, die nächsten Häuser. Hier vorne ist noch ein Haus, sehe ich gerade. Nee, das Haus habe ich, ne? Was habe ich denn da markiert? Die habe ich alle. Glaube ich. War ich echt überall drin? Ja, nee, hier war ich auch drin, ne? Nee, hier war ich nicht drin. Na, guck mal hier. Habe ich noch nicht gemacht. Eine Wasserflasche. Toll. Eine Brause. Nee, hier war ich noch nicht. Aber Hauptsache, ich habe schon mal abgehakt. Muss ich halt noch mitnehmen, ne? So. Antidepressive Schmerzpillen. Toll. Schneiderei und mich so. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier schon alles habe. Ich weiß auch nicht, ob ich die ganzen Zeitungen mitnehmen soll, aber irgendwas kann man die ja lesen, ne? Oh, mehr ist nicht, ne? Hier ist noch was. Oha, hallo. Eine Jagdzeitschrift 2. Toll. Rezept hölzerner Käfig. Käfigfalle herstellen. Rezept Spiel. Spießfalle herstellen. Nehme ich mit. Was man mit Blatt Papier und so machen kann, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann man damit ja Lagerfeuer oder so machen. Okay, jetzt ist abgeschlossen. Ich glaube, ich habe. Lass mich kurz. War ich wirklich überall? Hier war ich, ne? Nein. Ja. Bin ich kein Schlafzimmer hier? Ach doch, da. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Dann bringe ich das darüber. Jetzt war ich aber wirklich überall. Hier ist mein Haus. So, wir haben einmal so ein Comic hier. Das hier. Das hier. Den Lachs kann man doch eigentlich. Gibt der im Kühlschrank oder so? Wollte ihn eigentlich einfrieren, aber mal gucken. Ich gehe jetzt hier zu. Einen Schinken kann man doch auch in den Kühlschrank reinmachen. Dann würde der doch auch auftauen, ne? Die nächste Schinkenpfanne. Antidepressiva, keine Ahnung. Brauche ich die schon? Noch nicht.
Das ist so ein Blatt Papier. Ja, dann packe ich das jetzt mal da rein. Die Brause muss ich noch wegpacken, die will ich nicht mitnehmen. Nee, habe ich das nicht angezogen? Jetzt habe ich es angezogen. Cool. Okay, so. Okay.